ich überhaupt nicht. Außer natürlich, meine, selbst wenn ich in der Höhle bin oder so, stelle ich mich einfach manchmal in der Ecke, mache vor mir zu und sortiere mal das Inventar hier. Wichtiges, Unwichtiges und so Zeugs und so. Dass ich trotzdem noch so einen Überblick habe und so. Also ich mag es mal gar nicht, wenn es unsortiert ist. Was ich hier unten, also muss alles sortiert sein, hier unten vor allem, hier kommt Schwert, dann die paar Sachen, hier Essen und hier Fackeln. Also außer ich brauche mal gerade mehr Sachen auf einmal da drin. Als zwei mag ich das überhaupt nicht, wenn es anders ist. Jetzt laufe ich hier gerade mal außen rum, so eine Art Beschwörungstanz zum schnelleren Wachsen. Los, wachs, ups. Ja, jetzt einmal durchschwimmen. Wachsgetreide, los. Ja, und das hört sich jetzt sicher beschissen an, wenn man es mal so sagen darf. Wenn ich hier, wenn das auf YouTube, ja, eine einsame Wolke vor der Sonne. Die Sonne ist irgendwie extrem schnell. Und voll weiß. Voll hell. Da schaue ich jetzt. Das ist nicht gut. Jetzt hat mein Minecraft-Männchen die ganze Zeit reingeschaut. Jetzt ist es blind. Wo ist das? Das ist nicht hier. Hallo, was ist denn das? Hallo? Ich sehe nichts. Aua, mein Kopf. Okay, ich mache nur Short. Ja, jetzt kann es wieder sehen und schaut wieder aus dem Fenster zum Getreide hinter. Oh, tatsächlich ist gerade was gewachsen. Gutes Getreide. Guck, der Beschwörungstanz hat schon was genutzt. Aber, oh, schon wieder was. Guck, jetzt zeigt der Wirkung langsam. Soll sich trotzdem mal beeilen. Voll. Und es ist immer noch zu gehören. Ich komme hier vor. Ist es fertig? Zählt es als fertig? Sag mal, zählt es als fertig? Ja, Hundi, komm. Sag, zählt es als fertig? Zählt es als fertig? Komm, sag doch. Sag doch, komm. Ich weiß gar nicht mehr, ich überlege gerade, wo uns das ein Spawnpunkt. Der ist doch da mitten im Wald, glaube ich. Ich lege mich erstmal schlafen. Das weiß ich. Schwert auswählen und wahrscheinlich wache ich jetzt mit 10 Creepern in der Bude auf, aber nein, dem ist nicht so. Ist hier jemand? Nee. Problem, kann gerade auch nicht wegrennen. Das lasse ich gerade mal, ich glaube nämlich, das ist noch nicht reif. So. Ich wollte jetzt da was, ja genau, dahinter gehen wollte ich mal und schauen, ob da noch irgendwo Setzlinge sind. Weil ich habe ja ein bisschen Holz gefällt, das dürfte aber länger als 5 Minuten her sein. Also sind jetzt eh keine Setzlinge mehr. Egal. Dann hier sind Schweine, ich frage mich, warum da hinten sind Kürbisse. Habe ich noch gar nicht gesehen, cool, Kürbisse. Was sind da? Ich will eigentlich gar nicht reinschauen. Ey, da ist Lava. Da ist Lava. Aber da habe ich, glaube ich, einen Zombie gehört. Also gehe ich mal schnell wieder raus. Ich weiß nicht, bei mir auf dem Ohr ist gerade die Musik so laut. Ich höre gerade nichts. Ob da ein Zombie ist oder so. Das war doch gerade. Was war denn das? Warum war da ein Tintenfisch an Land? Das hat gerade. Nee, es war ein Schaf, aber für mich hat es gerade. Ich habe mir eingebildet, einen Tintenfisch zu sehen. Das ist ja mal gerade voll. Und tötet mir nicht hier die ganze Viecher. Ich brauche die vielleicht später noch so halt auf eine Farm oder so. Ich laufe schon wieder Höhlen. Also diese, ich weiß gar nicht, wie das Biom hier heißt. Skelett. Grasland, ich sag Grasland, Steppe, sonst was ist mir doch egal. Auf jeden Fall, nee, sagen. Oh, voll der Baum. Voll der Hügel. Also Riesendüne oder so. Oder hügelige Wüste. Ja, auf jeden Fall ist es auch. Ja, Steppe sind immer Grasland, sage ich jetzt. Ab jetzt einfach dazu. So, das passt schon. Wird schon stimmen und auf jeden Fall. Das sind richtig viele Höhlen. Also auf so einem Biom steht ja auch meine Ledgerwelt. Also, ja, das wird schon in die Ledgerwelt. Und das sind ewig viele Höhlen. Und ich verlaufe mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich dahinter laufe. Aber was steht denn da? Was ist denn das? Ist das ein. Was generiert der hier? Und dann ein bisschen Gras und so. So, ich kann jetzt auch nicht hinterrennen. Ich warte jetzt mal noch, bis er sich weit aufbaut. Und da unten ist Wasser.
Da gehe ich dann später hin. Da ist wahrscheinlich so ein Wasserfluss, so eine Quelle. Und es nervt voll, die Begrenzung von Blöcken sieht man hier voll. Aber Sandstein sieht da, wo komme ich her? Von da, oder? Ja, von da hinten irgendwo. Sieht da voll cool aus. Mit dem Texture Pack sieht der Sandstein richtig cool aus. So, ich schau gerade mal wieder, 20:09. Ich schaue hier alle 10, keine 10 Minuten, 5 Minuten auf die Uhr, aber ich weiß nicht. Ich wollte jetzt eigentlich in eine Höhle gehen. Ich mache jetzt hier nur Schrott und nee, ich mache weniger als Schrott, ich mache gar nichts. Ich wollte eigentlich in eine Höhle gehen, wovon es ja hier nicht unbedingt zu wenig gibt. Aber daraus wird irgendwie. Oh, ich habe schon gedacht, es wären Skelette und ein Schaf da. Seht ihr da? Da Schaf da. Hoffentlich schubst mich jetzt keins. Das wäre nämlich der wahrscheinlich, ja sehr wahrscheinlich unser Tod. Da geht's nur rein mit einem Blümchen. Jetzt habe ich wieder irgendwas gesagt, habe schon wieder vergessen. Ja, genau, ich wollte ja sagen, dass ich habe gar nichts gemacht, eigentlich ja gar nichts, außer jetzt das kleine Feld angelegt, wozu man eigentlich vielleicht 2 Minuten braucht oder 3. Okay, 5 mit Gravel sammeln. Und sonst gar nichts, aber ich will halt auch nicht. Ich habe das ja nur für die Höhle eigentlich angelegt, um was zu essen zu haben, und es wächst einfach nicht. So, wieder rein. Kürbisse. Zu was gehört das jetzt? Gehört einfach mal dazu. Komm, das machen wir so. Aber so. Nee, so. So. Ja, so sieht's besser aus, finde ich. Sieht's gar nicht, aber ist eigentlich auch total egal. Und trotzdem. So. Autsch, das war die Tür. Voll gegen meinen Kopf. Hallo, blöde Tür. Warum drücke ich da jetzt eigentlich die ganze Zeit drauf? Also haue ich die ganze Zeit drauf. Frage ich mich gerade. Kann da jetzt mal was reif werden? Kann da jetzt mal was reif werden? Tintenfische. So. Los, los, los. Schwimm halt schneller. Das ist auch voll unrealistisch, dass der. Das Essenssystem, das der nicht verhungert oder so irgendwann. Aber mal egal. Dann von was soll ich mich denn sonst ernähren? Muss ich ein paar Schweinchen schlachten? Das will ich ja nicht. Was will ich jetzt eigentlich hier? Ich gehe mal hinter und sammle ein bisschen Schnee. Das kann ich ja noch. Wie lange? Mittag. Ich hoffe, dass es. Ja, das müsste noch auf der Grenze sein, dass das Getreide weiter weg wachsen kann. So. Da ist nur Wald. Wald, überall Wald. Oh, und ein Pilz. So, den bauen wir doch gleich mal ab. Pilz. Juhu. So. Ja. Will ich nicht gerade reinfallen. Unbedingt. Und einen Pilz in der Hand. Das ist in die Wüste gewachsen. Und wenn so ein Baum. Ja, ich habe schon gedacht, es liegt auf dem Sand, auf dem Wüstensand. Das sieht gefährlich aus. Auf jeden Fall ist es natürlich total realistisch, wenn da. Ich wollte ja so nah wie möglich dranbleiben, dass es ja in der neuen Chunk-Grenze halt bleibt. Also hat ja immer 9x9 Chunks im Speicher, also insgesamt 81. Damit halt das Getreide weiter wachsen kann. So. Langsam genügt es auch. Kommen die beiden noch und jetzt den Rest einsammeln. Und wenn es mal schneit oder regnet, also wenn es bei uns regnet, hier macht es gar nichts von beiden. Da wird es einfach nur ein bisschen dunkler. Und da schneit es dann halt. Nur nochmal so, es ist total natürlich immer doch realistisch. Und da ist unser Haus. Hier, ja, schöner Ausblick, bleibe ich mal kurz stehen, bis es da hinten noch generiert und schaue es mir mal an. Auf jeden Fall total realistisch, Sumpf neben Schnee, neben Wüste. Also Eislandschaft, also nehmen wir mal so Sahara, direkt neben der Arktis. Oder neben, wie kann man es, ja, sagen wir Arktis nicht, vielleicht Nordrussland. Sahara direkt neben Nordrussland, so kann man sich das vorstellen.
wird das hier generiert. Das ist halt nett, das sieht doch cool aus irgendwie. Da mache ich jetzt mal einen Screenshot davon. Cool, guckt unten, könnt ihr sehen, habe ich einen Screenshot gemacht. Warum auch immer. Das hat mir also toll gefallen. Ja. Auf jeden Fall total realistisch. Und jetzt laufe ich mal zurück und hoffe, mir endlich mal ein Brot machen zu können. Weil mein Magen, der knurrt nicht nur, der hat schon alles aufgegeben. Der ist gar nicht mehr vorhanden. Ich habe einfach keinen Magen mehr. Das ist mir irgendwann einfach mal zum... habe ich einfach mal rausgefallen. Dann habe ich jetzt keinen Magen mehr. Also nach den Beinen kommt sofort der... Also Brustkorb dann. Also ohne Magen und so. Und ist es jetzt endlich gewachsen? Hallo? Immer noch nicht. Wie lange dauert denn das? Ich suche jetzt gerade, weil es ist schon ein bisschen dunkel hier. Ja, hier laufe ich mal so rum. Ja. Voll lustig. Hallo? Ich will mal deine das anschauen, was du in der Hand hast. Das mache ich am besten so. Ja. Ja, hallo. Jetzt hat er diesen komischen Zeiger immer auf der Nase. So kann man sehen, wie er... Da, jetzt läuft er mir schwer drum. Ja, du. Autsch. Hey, der versucht mich zu schlagen. Was sind du für einer? Hallo. Juhu. Jetzt bin ich in dem drinnen und der schaut mich trotzdem an. Das kann auch nicht jeder einfach mal in sich reingucken. Ja. Oh, nein, ich habe jetzt keine Lust auf eine Schneeballschlacht. Nein. Ja, ist auch für nein. Guck, er schüttelt den Kopf. Ja, okay, dann hören wir mal auf. Oh, es wird langsam wieder dunkel. Gehen rein. Und schauen wieder auf unser Beet. Ist es jetzt gewachsen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, es ist einfach dann... Wo kommt denn das jetzt dazu? Das tue ich jetzt mal hier hin. Eins weiter jetzt gemusst. So, und jetzt den einen Seed pflanze ich noch an und versuch's einfach mal. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt und muss noch länger warten. Wenn ich schon... So. Ja, das... Ist es jetzt auch... Nee, ist nicht reif. Blöd. Mist. So, wieder eine Reihe mehr. Und schon zwei Drittel von einem Brot. Juhu, das kann ja nur noch schneller werden. Weil langsamer, dann verzweifle ich. So, erstmal wieder hinlegen und schnarch. Gute Nacht. Was? Schon wieder wach? Ich bin nur noch viel zu müde. Ich kann gar nicht laufen. So, erstmal Zähne putzen. Am imaginären Waschbecken. Genau. Wisst ihr was? Jetzt ist mir so langweilig. Ich mache mir jetzt ein Waschbecken, aber aus normalem Holz. So. Ach, egal. Habe ich halt ein bisschen mehr. Habe ich halt ein bisschen Frisches. Das sieht bei mir so aus. So. Und. So und. So. So, und jetzt kann ich mich hier hinstellen und. Waschen. So, Gesicht waschen und Wasser weg. So, das ist jetzt Schmutzwasser und weg damit. Und toll. Und hier funktioniert es und macht mir das ganze Gras kaputt. Aber wenigstens habe ich zwei Seeds. Die werde ich jetzt gleich mal anpflanzen. Drei Seeds. So, angepflanzt und es ist immer noch nicht gewachsen. Oh, ey. Das dauert hier ja Jahrzehnte. Ja, auf jeden Fall jetzt hier wieder. Stellt euch vor, das wäre mal neues Wasser und nicht der Ofen. Hier. Jetzt haben wir hier Waschbecken. Und das Holz kommt auch wieder rein. Und hier. Nee, muss so rein. Also so und dann so. Also Holz und Holz und dann Bretter und dann Bretter. Wird es angeordnet. Ich finde es aber eine richtig gute Idee hier mit den verschiedenen Bretterarten. Also nicht Bretterarten, sondern Farben halt. Ja, boah, das gibt's doch wohl nicht. Ich gehe nochmal runter in die kleine Schlucht und baue wieder ein bisschen Eisen ab. Da brauche ich dann wahrscheinlich in gar keine Höhle mehr gehen. So viel
Ja, natürlich. Das macht doch jedes normale Schaf einfach mal auf zwei Beinen überm Abgrund stehen. Aber egal. Nee, komm, ich will jetzt schon wieder runter. Das ist doch,